Servus, Grüzi und Aloha. Wir spielen ja alle gerade noch irgendwie auf den Sandplätzen der Nation, natürlich auch außerhalb. Für manche ist die Sandplatzsaison vielleicht schon vorbei, für manche geht die aber noch lange und vor allem spielen wir ja noch ziemlich lange diesen Sommer auf Asche. Wie uns Adal schon gezeigt hat, braucht man auf Asche vor allem eins und das ist Spin. Und ich habe mir überlegt, was ist denn bitte eigentlich die beste Spin-Seite? Wie das bei Seitentests nun mal so ist, ist das immer ein bisschen subjektiv und hängt immer von dem Spieler und von den Rahmenbedingungen ab. Also habe ich mir überlegt, wie kann man das denn testen und checken und vielleicht sogar ein bisschen wissenschaftlich angehen. Und den Aufbau zeige ich euch jetzt. Die Grundidee war folgende. Man nehme zuallererst mal eine Zugwaage, in diesem Fall geht die bis 50 Gramm. Man nehme ein Stück Filz von einem Ball, macht ein bisschen Gewicht drauf und man nehme noch zusätzlich einen Ball, hier mit einem kleinen Clip versehen, den man auch drüber ziehen kann. Der Versuchsaufbau sieht wie folgt aus. Man nehme eben genau diese Zugwaage und ziehe einmal diesen Schlitten mit Gewicht drauf, einmal quer über die Seite und das gleiche macht man auch mit dem Ball. Ich mache davon jeweils drei Versuche, schreibe die alle raus und daraus den Mittelwert, den nehmen wir und dann können wir sagen, wer gewonnen hat. Zum Thema Gewinnen. Es kann natürlich nur eine Seite gewinnen. Von daher wollte ich möglichst faire und gleiche Testbedingungen. Das heißt, ich habe mir fünf gleiche Schläger besorgt. Das bedeutet dann wiederum fünfmal das gleiche Seitenbild, fünfmal die gleiche Besatzungshärte, fünfmal der gleiche Rahmen und fünf verschiedene Seiten. Also so ist es sehr fair, so können wir gut testen. Und welche Seiten das sind, die zeige ich euch jetzt. Als Seiten im Test haben wir einmal die Dunlop Black Widow und das ist eine siebeneckige Seite. Dann einmal die neue Kirschbaum Black Shark, die ist sternförmig. Die Solinco Barb Wire Black, die ist nicht nur sternförmig, sondern die ist auch noch axial verdreht. Die Topspin Cyber Max Rotation in Black, die ist auch siebeneckig, also heptagonal. Und noch die Technifiber Black Coat. Die ist auch fünfeckig. Na dann mal ran ans Testen und gucken, was die Ergebnisse so sagen. Fangen wir einfach mal mit der Technifiber Black Coat an. Wichtig hier für alle, die das vielleicht mal zu Hause nachmachen wollen oder wie auch immer, gerade bei so einer kleinen Waage, die nicht so viel Grammzahlen hat, ist gleichmäßig ziehen. Deswegen mache ich auch hier jedes Mal drei Versuche, zwei mit dem, einen mit dem Ball. Dann haben wir einen vernünftigen Mittelwert und dann können wir nachher sagen, wer da gewonnen hat. Fangen wir einfach mal an. Das waren 26 Gramm. Das waren 25 Gramm. Bleibt bei 19 Gramm. Kommen wir jetzt zur Topspin Max Rotation in Schwarz. Das waren schon 32 Gramm. Ja, das waren 31 Gramm. Das waren 24. Das waren 25 Gramm. Das ist die Kirschbaum Black Shark. Das waren 26 Gramm. Das waren nochmal 26 Gramm. Das waren 22 Gramm. Das hier ist die Dunlop Black Widow. Das waren 31 Gramm. Das waren 30 Gramm. Das waren sehr konstant 22 Gramm. Und zu guter Letzt haben wir jetzt hier noch die einzig axial verdrehte Seite, die Solinco Barb Wire. Das waren 29 Gramm. Und einmal 30 Gramm. Das waren 20 Gramm. Jetzt geht's noch ans Auswerten und dann gucken wir uns das Ganze mal als Tabelle an.
Ihr seht also, die Nase vorne hat die Topspin Cyber Max Rotation hier in schwarz, gibt es ja auch in anderen Farben, gefolgt von der Dunlop Black Widow. Anlass für mich genug, mal die Topspin Seite nochmal einzeln zu testen. Das heißt, ich werde mit der auf den Platz gehen und mal einen komplett einzelnen Seitentest für die Max Rotation machen und gucken, wie sich da mit dem Spin verhält. Ich bin sehr gespannt drauf. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß, für euch war es vielleicht interessant oder ihr habt noch eine Frage oder einen Kommentar, was auch immer. Ich würde mich freuen, wenn ihr mir was schreibt. Hier unten drunter gibt es ja die Kommentarfunktion. Ich würde mich freuen, von euch zu hören. In diesem Sinne sonst viel Spaß beim Spielen in der Zwischenzeit. Ich melde mich demnächst und bis dahin alles Gute.